Ihr möchtet mit Disney Lorcana neu anfangen. Ihr habt Glück. Ursulas Rückkehr mit zwei Starter Decks ist jetzt verfügbar. Herzlich willkommen zu Totahan Quest for Lorcana. Salve Lumiatori, ich bin Vladimir. Ich bin Thorsten. Ja, wie in dem anderen Unboxing-Video, was ihr euch gerne bei uns angucken könnt, haben wir angekündigt, dass wir die Starter-Decks mit euch aufmachen werden und danach direkt ein Gameplay ausführen wollen, um auch die neuen Mechaniken, die wir dann auch während des Spiels wahrscheinlich kurz erklären, dann ein bisschen tiefer eingehen und schauen, wie sich die Decks so anfühlen, die, ja. Wie sie sich auch gegeneinander spielen tatsächlich. Genau. Das haben wir ja schon jetzt, zweimal. Ja, das ist, glaube ich, gemacht. Genau, auf unserem Kanal haben wir das, glaube ich, mit, ich glaube, Upset 2 haben wir damit angefangen. Mhm. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch die Videos natürlich anschauen. Wir finden, die Videos sind immer gut angekommen und deswegen machen wir damit auch weiter. Genau, es hat ja auch Spaß gemacht und war interessant. Und bis jetzt war es auch so, dass die Starter-Decks absolut ausreichend sind, um einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was das Spiel mit sich bringt, wie es sich anfühlt. Und meistens waren die Decks auch immer relativ gut ausgeglichen gegeneinander. Außer Set 2. Set 2 war schon, dass das Stahl-Amethyst-Deck schon ein bisschen zu stark war für die armen sieben Zwerge, muss ich gestehen. Aber das gibt's immer mal, ne? Das letzte Mal waren sie ziemlich gut und mal gucken, wie die jetzt sein werden. Okay, wir starten direkt. Und zwar, wir öffnen die beiden Starter-Decks, gehen auf die vorgefertigten Decks ein. Und was wir noch dazu sagen müssen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber in den Starter-Decks sind auch jeweils immer ein Booster drin. Fantastisch. Das ist schon ziemlich cool. Macht Spaß, die dann zu öffnen. Und ihr könnt dann euer Deck auch so ein bisschen damit aufpeppen, wenn ihr möchtet. Genau. Und die Artworks, ne, Thorsten? Mein Gott, guck mal. Ja, es ist mega. Die sind alle richtig gut geworden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ohne den anderen Sets zu nahe zu treten zu wollen, sieht das noch viel hübscher, attraktiver aus. Vor allen Dingen halt Ursulas Rückkehr bringt auch die Madrigal-Familie jetzt in Disney Lorcana. Deswegen haben wir ja auch ein Starterdeck mit Madrigal-Familie. Aber jetzt auch hier zum Beispiel die neue Interpretation von Anna. Guck dir mal diese Anna an. Die sieht doch einfach nur verdammt gut aus, oder? Ja, also echt super. Die boah, wirklich. Leute, nochmal Artisten, Finger hoch für euch, Daumen hoch. Klasse, super, gute Arbeit. Ja, mit was wollen wir anfangen? Schere, Stein, Papier. Oder ist egal, komm. Fangen wir mit. Madrigal. Bernstein, Amethyst. Da haben wir Bruno und wie hieß sie nochmal? Das ist Mirabel. Madrigal. Wir hätten auch einfach nach hinten gucken können. Ja. Ihr seht, wir machen das immer sehr spontan. So, ganz kurz nochmal, was drin ist, was wir eben schon ganz kurz gesagt haben. Ihr habt hier ein Starter-Deck mit 60 Karten, inklusive zwei Vollkarten. In diesem Fall Mirabel Madrigal, zeigen wir auch gleich noch, Bruno Madrigal. Ihr habt 11 Schadensmarker, eine Spielmatte aus Papier, einen Legendenmarker aus Papier und das Regelheft. Mhm, genau. Plus ein Booster mit 12 zufälligen Karten. Genau. Und da hatten wir auch schon ein paar Mal was zur Urban Legend gesagt. Und zwar, dass es schon mal vorgekommen ist. Ein paar Mal tatsächlich. Im Familien-Freundesbereich schon mal tatsächlich vorgekommen ist, dass dort eine Enchanted mit drin war. Ja, genau. Haben wir ja bis jetzt noch nicht gehabt, aber es kann ja nur kommen. Genau. So, schauen wir mal. Ja, das Deck ist tatsächlich auch ein Bernstein-Amethyst-Deck. Mhm. Also eine Kombination, die wir schon aus Set 1 kennen, denn da war das Starter-Deck nämlich auch ein Bernstein-Amethyst-Deck. So, da haben wir hier die verschiedenen Sachen. Einmal die Schadensmarker. Das könnt ihr aber auch mit Würfeln machen, die ihr zum Beispiel im Trove findet. Ja. Dann der Lore-Marker für die Spielmatte, die hier beigefügt ist. Das wäre dann die hier. Dort habt ihr dann die Möglichkeiten, hier die Karten, die im Spiel sind, Tintenvorrat, Ablagestapel und das Deck und die Legendenpunkte. Genau. Und dort Rechtshänder, Linkshänder. Genau, wie Vladi in einem der letzten Videos mal festgestellt hat, ist wohl für Links- und Rechtshänder, was ich auch sehr cool finde. Ja. Gut mitgedacht. Danke an Ravensburger. Die Schnellstartregeln, da gehen wir jetzt aber erstmal nicht so großartig drauf ein, würde ich sagen. Oder? Ja, cool. Nein, müssen wir nicht. Alles gut. Okay. Ich muss sagen, war das im ersten Set auch ein Büchlein? Ich glaube nicht. Ich glaube, ab Set 3 wurde es ein Büchlein. Nee, ich glaube nicht. Ziemlich interessant, meine nicht. Muss ich sagen. So, dann haben wir hier den Booster, den öffnen wir gleich erst. Und das Starter-Deck. Deck A. Ach, guck mal, haben wir unbewusst Deck A geöffnet. Damit wir auch perfekt in der Reihenfolge sind. Für jeden Monk in uns. Genau, was wir aber vorhin nicht gemacht haben. Was wir vorhin nicht gemacht haben.
Okay, ja, da kommen nämlich als erstes die beiden Foilkarten. Genau. Einmal Mirabel Madrigal. Ja, cool. Wir werden es auch so machen, wir gehen die einfach durch, ohne jetzt zu sehr auf die Inhalte einzugehen. Genau. Die ist auch eine Super Rare, was auch schon ziemlich cool ist. Dann haben wir Bruno Madrigal. Oh, und voll sieht das schon echt cool aus, ja, ne? Ja, voll, richtig schön. Bevor die irgendwie Augen kommen dann auch so mal raus. Ja. Weil es ist ja so gesehen nicht alles voll auf der Karte. Stimmt. Sondern nur einige Highlights. Ja. Ein bisschen im Gegensatz zu dem, da ist schon wieder ein bisschen mehr voll. Voll schön. Ja. So, dann haben wir Augustin Madrigal. Mhm. Den haben wir gleich dreimal. Da ist die Singer-Ariel drin. Dann haben wir Ariel. Die komische einmal. Ariel. Hm. Dann Felix Madrigal, haben wir zweimal dabei. Zweimal Julieta Madrigal. Julieta. Julieta? Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Mickey Maus. Ja. Sebastian. Oh, Sebastian, Set 1. Ja, tatsächlich, ja. Dann Mirabel Madrigal, gleich dreimal. Oh, Set 3 haben wir Rowley. Hat sich Rowley da verlaufen oder so? Ja, richtig. Prinz Erik. Auch Predig genannt. Stitch. Lass mich nicht allein, auch aus Set 3. Und Heilendes Leuchten aus Set 1. Mhm, glaube ja, oder Set 2 bin ich sicher, aber steht da unten? So 1. 1, okay. Dann die ist bei mir. Ach, die meintest du. Ja. Die gibt es als Enchanted. Die gibt es als Enchanted und die sieht so verdammt gut aus. Ja, wir haben bis jetzt leider noch keine Enchanted gezogen in diesem Set. Verlassen im Wald. Antonio Madrigal. Ja. Sehr cool. Echt, ich finde das ein sehr cooles Artwork. Mega. Die Elsa aus 1. Mhm. Dann Camilo Madrigal. Dolores Madrigal. Hey, hey. Isabella Madrigal. Guck mal, cool. Nice. Dann Luisa Madrigal. Marshmallow. Komischerweise habe ich bei Marshmallow immer das Gefühl, der war schon irgendwo in Set 3, aber war der ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob Set 1 auf alle Fälle oder Set 2. Irgendwo war er schon. Ja, genau, richtig. Irgendwo kommt mir der auch so ein ähnliches Artwork. Ja. Oh, Pepper Madrigal. Pepper. Ist rare, cooler Effekt. Die Königin. Aus 3, zweimal, dann Tick-Tack, nicht Tuck. Tuck, Tuck-Tuck heißt er, ne? Der andere, ja. Arme Seelen und ganz wichtig, ja, Casa Madrigal. Das Haus muss ja da sein, ne? Genau, da spielt natürlich dann auch Pepper Madrigal mit dem Wettereffekt eine sehr wichtige Rolle. Bin ich schon mal gespannt, wie sich das dann nachher anfühlt. Wobei wir noch nicht ganz genau wissen, wer von uns jetzt... Ja, du darfst das. Ich glaube, ich habe mich diese Anna, die finde ich sehr cool. Also ja, ich finde die aber auch cool. Also schauen wir mal. Ja, wir schauen mal. Oh, so, mal gucken. Okay. Können wir auch on camera machen, damit das so richtig... Machen wir erstmal würfeln, wer welches Deck spielt und danach... erstmal muss ich das hier aufkriegen. Ja, das wäre natürlich cool. So. Ah, ja. Ein wenig Geduld... Und falls ihr unsere anderen Videos noch nicht gesehen habt, in Set 4 gibt es wie in Set 2 und 1 wieder ein Bildpuzzle. Ach ja, stimmt. Genau, das besteht diesmal aus neun Bildsymbolen, Bildern. Neun Karten halt, genau. Ja, genau. Und echt ein sehr cooles Bild. Ja, voll. Schaut voll. Euch da gerne das andere Video von uns an mit dem Unboxing von Set 4. Genau. Dort haben wir das dann auch... Irgendwann mal zusammengepuzzelt. Schau dir das nur an, damit ihr sehen könnt, wie das große Bild ergibt. Nicht, was wir angeboxt haben, das ist egal. Genau. So, wir haben hier in unserem Booster Daisy Duck. Okay. Tong. Zauberbesen. Diablo. Leider nicht der legendäre. Anna. Luisa Madrigal. Visionspalette. Platte. Palette. Prinz Erik. Okay. Nessus und Rare Ustras Garden. Ja. Oh, Jensit. Sehr schön. Und die Planke in voll. Okay. Ja, das ist aber auf jeden Fall schon ziemlich gut, würde ich sagen. Für einen eingebauten Pack in der Legendary ist immer gut. Und hey, da könntest du jetzt ein paar Karten auch rausnehmen, was du in den Deck reinpacken kannst. Genau, richtig. Da hätten wir jetzt zum Beispiel Jensit. Ich meine, ob es einen Sinn ergibt ohne Besen, weiß ich nicht, aber... Ja, gut, dann... Ja, Predig. Erik. Dann Zauberbesen und Daisy Duck. Sind schon vier Karten von 12, die ihr dann einfach mit einbauen könntet. Exakt. Und so das Deck leicht verändert, um so diesen ersten Aspekt eines Trading Card Games zu spüren halt, dass man auch genau. so sein Deck bauen kann, Deckbilder sozusagen. Genau, das kommt nämlich dazu. Dann, je weiter man dann kommt, je mehr man dann auch in dem Spiel drin ist, dann möchte man auch mal andere Decks spielen, die man dann anpasst. Und das bietet sich ja echt gut an. Ja, top. Cool, wunderbar. Und Legendary schon so, ist nice. Ja, auf jeden Fall. Es wird ja mal gesagt, so, dass bei einer Display-Box sind dann so zwischen 3 und
Legendaries. Ja. Und wenn ihr dann schon in sowas... Ja, das ist fantastisch. Zwar nicht Urban Legend in dem Sinne, aber schon ziemlich gut. Ist schon ein guter Hit halt für genau. Ein Starterdeck, muss ich sagen. So, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Starterdeck. Und zwar Saphir Stahl. Ja, und auch das ist wieder eine Kombination, die wir im ersten Set hatten. Da waren diese beiden Starterdecks, nämlich Saphir Stahl und Bernstein Amethyst. Also sehr interessant, dass sie das einfach wiederholt jetzt. Ja, mal sehen, ob das dann in dem fünften gleich ist wie das zweite. Genau, Schauen wir mal. Genau, da haben wir dann als Folge gleich Anna und Herkules. Und ja, auf alles andere gehe ich jetzt nicht weiter ein, das hatte ich ja eben schon. Ja, das müsste meines Erachtens ein Heldendeck sein, also spezifisches Deck. Weil die Anna synergiert mit Helden, Herkules ist natürlich ein Held. Mhm. Mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Keine Ahnung. Wir haben uns die Decklisten vorher nicht angeschaut, weil wir uns lieber überraschen lassen bei so etwas. Genau. So, das Übliche. Genau, das müssen wir hier nochmal eingehen. Da ist hier ein Schatz drin. Oh, wenn da jetzt der Gellentorn mit drin ist. Okay, dann kommen wir doch wieder zurück. Dann schneiden wir dieses Video sofort. Dann mit Urban Legend. So. Boah, diese Anna, ne? Diese Anna sieht so gut gezeichnet eigentlich aus. Eigentlich lohnt sich das schon für die hier, das mehrmals zu kaufen. Boah, ne? Die sieht so gut aus. Echt, das ist eine sehr, sehr schön gezeichnete hübsche Karte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und Anna hat auch eine Enchanted in diesem Set, die ebenfalls sehr bombastisch aussieht. Genau, es wird auch unterschieden hier zwischen Traumgestalt und, wie heißt das andere nochmal, Sagengestalt. Ja. Und Traumgestalt, das ist das, was dann eben sozusagen durch... ich weiß nicht, ob das ist, was sie selbst denken, weil die sind eigentlich Glimmer in Disney Locana. Also aber könnte sein, dass wenn ich ein Luminari bin, stelle ich mir einfach Anna so vor. Und deswegen habe ich sie dann so gezeichnet. Genau, mit der Tinte halt. Ne? Das wäre eine Traumgestalt, eventuell. Ich bin nicht ganz sicher, welches der beiden Visionen richtig ist. Auf jeden Fall wirklich richtig gutes Artwork. Sieht auch so ein bisschen aus wie aus so einem Rollenspiel. Ja, voll. Ne? Voll mega gut. Voll. So ein Paladin oder so. Ja, genau, richtig. Vor allem mit Schild, Schwert und Rüstung. Gut. Dann haben wir hier den Herkules. Der ein Held ist. Der Flexer. Ja. Würde ich auch, wenn ich so ein Bizeps habe. Okay, dann kommen wir zu den anderen Karten. Da haben wir dann dreimal die Anna. Mhm. Oh, Basil aus dem zweiten Set. Ja. Aurora aus dem ersten Set. Die neue Aurora. Dann verwandelter Küchenchef. Noch viele Verbündete, aber ich hätte mehr Helden erwartet, muss ich gestehen. Aber vielleicht kommen ja gleich noch welche. Dann Fabius. Ja. Dann haben wir hier Pascal. Da haben wir das, unseren ersten Held, Prinz Philipp. Schön, das Artwork mag ich auch sehr. Ja. Oh, Mickey Mouse. Okay. Ist auch als Held. Ja. Da wusste ich gar nicht mehr. Dann Rapunzel. Finde ich auch echt schön. Und ist eine Heldin. Schönes also jetzt kommt das langsam dazu. Ja, Sisu ist auch als Heldin. Dann haben wir unseren ersten Sing Together oder Gemeinsam Singen. Gemeinsam Singen. Sollten wir vielleicht kurz erwähnen, was das genau macht. Haben wir schon in einem anderen Video gemacht. Aber können wir aber gerne nochmal machen. Genau. Also Gemeinsam Singen ist eine neue Fähigkeit. Wir kennen ja Singen. Singen bedeutet, wenn ein Charakter der Stufe 3 auf dem Board ist und er getrocknet ist, kann er sozusagen Lieder, die 3 oder weniger kosten, singen. Dafür würde man den Charakter einfach erschöpfen und dann kann man die Karte, also das Lied, umsonst ausspielen, ohne dass man Tinte dafür bezahlt. Gemeinsam singen ist genau gleich, bloß dass jetzt mehr Leute singen können, um diese, zum Beispiel die hat jetzt gemeinsam singen 8. Mhm. Also wir bräuchten jetzt einen Charakter, der 5 kostet beispielsweise und einen Charakter, der 3 kostet. Mhm. Wenn die zwei beide erschöpfen, können die gemeinsam als Duett sozusagen das singen. Aber du kannst das nicht nur als Duett, du kannst es auch als Quartett und so weiter. Wie viel du benötigst, die können alle singen, um das dann zu bezahlen. Genau, besonders effektiv sind solche Karten, wenn ihr zusammen in Team gegen andere Teams spielt oder zum Beispiel jetzt in dem... In den Chroniken der Luminari. Genau, richtig, wo das ja wirklich jetzt so geplant ist, dass ihr als Multiplayer sozusagen dass man zusammen gegen das Spiel spielt. Exakt, dann würde das nämlich auch gehen mit gemeinsam singen. Exakt. Genau, dafür ist es auch wahrscheinlich gedacht, so den Teamgeist, was ich schon ziemlich gut finde. Ja, voll. Sehr gute Mechanik. Davon haben wir 2 Stück. Ich weiß, was geschieht. Aladdin. Dann Ariel. Eine sehr schöne Karte. Ja, ich glaube, das ist, sagen wir, permanent. Kida. Sieht aber auch sehr gut aus. Ja, die ist auch schon Set 2. Ist aber aus, ist der 3. 3, genau, richtig. Dann haben wir hier Li Shang. Okay. Zweimal. Dann Ling. Ling. Mickey Mouse. Standartenträger. 3-mal. Mhm. Oh, Robin Hood aus Set 3. Dann Mulan. Ah, Phil ist auch dabei. Ja, passt für Helden perfekt. Ja, bleibt nur eine Hoffnung. Wuchtschlag. Kaiserlicher Bogen haben wir 3-mal. Und Theben. 3-mal. Der Ort. Okay. So, wunderbar. Und dann schauen wir mal eben, was wir Schönes in dem Booster haben. Genau. Gucken wir mal auch, ob wir Stahlkarten ziehen und Papierkarten ziehen, um das Deck direkt aufwerten zu können. Korrekt.
So, hier haben wir dann die andere Karte wieder. Okay, auf geht's. Anna. Wir haben Anna. Passt ganz gut. Ja. Max, Pegasus, Belle. Die hatte ich noch gar nicht, nee, oder? Nee, die ist zum ersten Mal. Witzig, ist aber eine gewöhnliche Karte. Eine gewöhnliche Karte. Das haben wir aber auch schon oft festgestellt, dass gewisse Karten, obwohl die von der Wertigkeit eher unten weiter angesiedelt sind, wie zum Beispiel gewöhnliche Karten, trotzdem wirklich selten vorkommen. Ja. Zumindest für einen halt. Ne? Wahrscheinlich kostet die trotzdem viel wenig, aber... Tor. Ich hab einen Traum. Den habe ich schon dreimal jetzt, glaube ich, mindestens. Xianpo. Xianpo. Daisy Duck. Tritons Dreizack. Und den Triton, das hatte ich vorhin schon mal. Ja, das stimmt, Triton, stimmt, Dreizack und dann direkt Triton. Stimmt. Und Raja, und Super Rare, kleine Nui, der zweimal. Und? Oh, nice. Whoa. Mickey Mouse, Rare. Schön. Und dann als Foil. Schön. Ja, das ist schon ziemlich cool. Die sieht so cool aus. Finde ich bis jetzt, also das hat sich so gelohnt. Ja, absolut. Und vor allem auch hier sind ein paar Karten, die man spielen könnte. Genau. Mit dem Mickey Mouse, ich weiß nicht, was er für einen Effekt hat, ob der dann wirklich lohnenswert ist, wenn man keine. Ja, Robust plus 1. Ja, aber dann hat danach hat er Besen-Synergien. Und wenn du diesen Charakter ausspielst, zähle deine Besen im Spiel, ja, füge einem Charakter deiner Wahl dieselbe Anzahl Schaden. Ja, aber man könnte trotzdem spielen, egal, auch wenn man keine Besen hat. So, und sonst, hier, guck mal, da sind doch ein paar Karten, ne? Ja, guck mal, noch mehr. Ja, guck mal. Oh, diesmal sind sogar fünf dabei. Fünf Karten, die man technisch gesehen im Deck dann einspielen könnte. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Also wir hatten auch schon Booster-Packs, wo die in den Starter waren, die dann weniger Karten hinzugefügt hätten. Ja. Aber das ist schon ziemlich cool. Ja, voll. Aber da seht ihr, dass ihr dann eben die Möglichkeit habt, schön zu adaptieren, auszubauen. Und genau. Ja, perfekt. Prima, wir sehen uns dann jetzt gleich nach den Vorbereitungen bei dem Gameplay. Showdown. Bis gleich. Ciao. So, willkommen zurück. Wir sind mit den Vorbereitungen für das Gameplay soweit fertig. Und wollen dann auch gleich mal direkt starten. Yes! Wir haben schon mal ein bisschen vorgemischt. Wir haben hier das blaue Deck, was sozusagen das Stahl-4-Deck ist, und das ist das Madrigal-Deck. Wollen wir jetzt gucken, wer was spielt? Wir können ja. Vorrecht, möchtest du entscheiden? Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Für was aber? Wer entscheidet, was man pickt? Ja, genau. Achso, weil ich weiß nicht, was ich möchte. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich würde das lieber den Zufall entscheiden lassen. Ja, dann wirkt. Bedeutet, genau, wir tun, weil ich weiß selber nicht, was ich spielen möchte. Wir machen einfach. Gerade, ungerade, aber für wen? Nur so voll bescheuert. Hier, warte mal, wir machen zwei Würfel. Okay. Warte mal, du hast den. Sind bei gleich Scheiben. So, okay. Der ist für die Person gerade, ungerade. Und das ist. Achso, okay, okay. Gerade. Alles klar, für wen? Alles klar, gut. Ja. Okay, dann. Ja. Wer war gerade? Okay, du bist gerade, ich bin nur gerade. Okay. Das ist gerade ungerade. Ich bin gerade. Okay. Okay, also dann habe ich jetzt und mein Würfel entscheidet, welche ich nehme. Ja, genau. Gerade, ungerade. Nee, gerade, ungerade. Okay, gerade, ungerade, alles klar. Gerade. Also okay, das, was du vorhin auch sogar in dem Video gesagt hast, was du ja ganz gerne spielen wolltest. Weil mich das interessiert, mit den Helden, ja. Ja, genau, also Heldendeck gegen Familie. Madrigal. La Familia. La Familia. Ich werde dir ein Angebot machen, dass du nicht ablehnen kannst. Wir sind mal gespannt. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie sich das spielt. Das ist tatsächlich unser erstes Spiel. Das machen wir ja immer so. Ja. Wir spielen nicht vor oder so und schauen einfach mal. Yes! So, bitteschön. Dankeschön. Dann geht's los. Ah, jetzt müssen wir nur würfeln, wer anfängt. Ja. Hoch. Zwei. Oh Gott. Zwei. Fünf. Zwei. Ah, die andere Seite meinte ich natürlich von fünf. Wie kann er anfangen? Okay. So. Vier, fünf, sechs und sieben. Genau. Es werden sieben Karten gezogen. Wir können ja nochmal wieder ein bisschen so für Einsteiger mit reinnehmen. Genau. Ja, wir ziehen sieben Karten. Toll, ich habe eins zu viel gezogen. Wir packen mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und jetzt kann man seine Hand alternieren, wie das halt auf Englisch gesagt wird. Also Mulligan. Genau, das ist ein Mulligan. Man wählt sich sozusagen Karten aus der Hand, die man nicht behalten möchte. Die legt man sozusagen vor sich hin und dann zieht man entsprechend viele Karten nach, die man weggelegt hat und dann mischt man das Deck nochmal. Also ich habe hier keine Ahnung, was die ganzen Karten machen, aber ich würde jetzt eine Karte wählen, die packe ich jetzt sozusagen hier hin und ziehe eine nach. Das macht man natürlich als Instanz. Also wenn ich jetzt drei nicht mag, würde ich drei weglegen und dann ziehe ich drei nach. In dem Fall habe ich jetzt nur eine weggelegt und jetzt ziehe ich meine Karte nach. Ich weiß auch gar nicht, was hier alles drin ist. Ja, das ich wechsle mal vier Karten. Ja.
1, 2, 3, 4 für Thorsten. Genau, und die gehen jetzt unter das Deck und dann mischt man. Ich pack die auch immer zwischendurch rein. Ja, weil eigentlich mischt dein Deck sowieso, ja. Ist genau. Vollkommen okay. So. Ja, da wir beide spielen, brauchen wir auch nicht zu viel mischen. Das passt dann auch schon, denke ich. Das ist okay. So, no, habe ich denn hier alles? Okay. So. Ah, gut. Boah. Mann, ey, ich habe hier eine ziemlich kleine Kurve. Oh. Toll. Ich hätte auch genauso gut nicht mischen, mulligen müssen. War sogar vorher besser. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ja, gut, Thorsten, dann würde ich sagen, viel Spaß. Ja. Schauen wir mal, was diese Karten zu bieten haben. Genau, richtig. Diese zwei Starter-Decks. Also, okay, Mickey Mouse geht in die Tinte. Und dann für eins spiele ich Robin Hood. Du darfst. Okay. Wir mögen es halt immer auch, die Züge anzusagen, dass wirklich auch der Gegenspieler wirklich klar und deutlich versteht, was wir gemacht haben. Mhm. Und ja, ich denke, das ist einfach gute Sitte. Und ist auch ein guter Lerneffekt für die absolut. Spieler, die das vielleicht noch nicht so gespielt haben. Absolut. So, Felix Madrigal geht in die Tinte. Aber ich, Alter, ich habe vergessen, das darf man nicht vergessen am Anfang des Zuges, deshalb Ready, Set, genau. Draw. Aber ich kann trotzdem leider nichts machen, dann dazu. Genau. Weil der erste Spieler zieht 7 Karten und darf danach nicht noch nachziehen. Der zweite Spieler hingegen darf, wenn sein Zug beginnt, eine Karte ziehen. Ne, merkt einfach hier, was ich jetzt mache, Ready, dann macht man seine ganzen Karten bereit, wenn sie erschöpft waren. Set, da würden bestimmte Effekte triggern, wenn es Set-Effekte gibt, momentan nicht. Und dann kommt Draw. Und das ist der Rundenanfang, sag ich mal. So, was ist das denn hier alles? Okay, interessant. Ja, gut, ich würde dann jetzt... Aha, okay, war immer so schlecht. Ja gut, ich würde, glaube ich, jetzt die Ariel in die Tinte tun. Mhm. Und würde dann für 2 die... Oder? Ah, nein, mit keinen Sinn. Ich spiele tatsächlich Anna aus. Anna besagt, ich bin sowas von bereit. Ich bin sowas von bereit, so rum. Wenn du mindestens eine andere Heldin oder einen anderen Held im Spiel hast, erhält dieser Charakter plus ein Lore. Mm. Was ich habe, weil Robin Hood ein Held ist, also hat sie 2 Lore. Aber sie muss uns jetzt trocknen, also kann sie erstmal nichts machen. Aber mein Robin Hood ist getrocknet, weil ich ihn schon in der letzten Runde gespielt habe. Deswegen schicke ich ihn jetzt auf Erkundung und er sammelt mir somit einen Punkt ein. Das ist mein erster Punkt. Zack. Und du darfst los. Okay, ready, set, draw. Verlassen im Wald kommt in die Tinte. Ja. Und für 2 spiele ich Stitch. Stitch. Und dann darfst du. Also eine Vanilla-Karte ohne Effekt. Ne? 2, 3 genau. Und Quest für 1. Okay. Dann wieder Ready, Set-Effekt. Nichts, was Set ist. Draw. Oha, was ist das denn? Okay. Ja, das ist ein Heldendeck hier. Ne? Und da es ein Heldendeck ist, würde ich den Verbündeten in die Tinte packen, das war Pascal, und spiele einen weiteren Verbündeten, Ling. Ling hat 3-3 als Welle, kostet 4-1 und hat den Effekt voller Taten dran. Deine andere Heldinnen und Helden erhalten plus 1 Stärke. Nice. Also sind die momentan schon richtig stark. Ich denke, ich würde tatsächlich mit beiden Questen gehen. Anna hat ja einen Legendenpunkt mehr, deswegen sind das 2 Punkte und Robin Hood 1 Punkt, sind also plus 3, gehe ich auf 4. Und du darfst. Okay. Ready, set, draw. Wenn ihr eure Handkarte ablegt, achtet drauf, die nicht in der Nähe des Tintenvorrats zu legen. Denn sonst kann man sich ganz schnell durcheinander kommen, was ist. Okay. Sebastian kommt in die Tinte. Sebastian. Und für 3 spiele ich Felix Madrigal. Das ist auch eine Vanilla-Card. Ja. Aber 2-4 halt. Dann werde ich mit Stitch Robin Hood angreifen. Okay. Dann Robin. Nee, warte mal. Ah, ja, warte, jetzt sag ich. Ja, okay, machen wir trotzdem. Okay, alles klar. Eben aufgrund dessen.
Ja. Wird jetzt auch Stitch-Verband. Genau. Aber ne? Also Robin herausfordern, logischerweise. Der herausfordernde Charakter setzt so viel Schaden drauf auf meinen, sozusagen 2 auf 2. Das ist meine Willenskraft hier. Wenn das natürlich dann gleich ist, bin ich natürlich besiegt sozusagen und mein Verband Charakter. In dem Fall aber hat Stitch 3 und da Ling ja ein plus 1 in meine Stärke gibt, weil nämlich Robin ein Held ist, macht er auch 3 zurück. Mhm. Also werden beide gleichzeitig gleich verbannt. Okay? Okay, und dann darfst du. Okay. Ready, set, draw. Eine Karte draw. Okay. Okay. Ich glaube, ich würde dann Mickey Mouse in die Tinte setzen und würde für 2 kaiserlichen Bogen ausspielen. Das ist ein Gegenstand. Gegenstände sind anders als Charaktere. Denn man kann die sofort nutzen, wenn die ins Spiel kommen und die bleiben auch permanent dann im Spiel. Also es ist nicht wie eine Aktion, die man ausspielt und dann wird sie in den Ablagestapel gesetzt, sondern die bleiben einfach aufs Spielfeld. Okay, die hat die Fähigkeit in Reichweite. Ich kann sie tappen und 1 bezahlen. Ein Held oder eine Heldin einer Wahl erhält in diesem Zug herausfordernd plus 2 unwendig. Und das aber nur bis zum Ende des Zuges. Sobald Thorsten dran ist, geht das wieder weg. Okay. Ja gut, ich habe die Karte sowieso auf der Hand, also will ich für 2 noch Theben ausspielen. Hm. Theben ist ein Ort, auch das bleibt auf dem Spielfeld wie ein Gegenstand. Kostet 2, hat Willenskraft von 7, hat kein passives Lore, aber, also keine Legendenpunkte sammelt sie an, in der Setphase, genau, gutes Beispiel dafür. Kostet 1, damit ich überhaupt den Charakter dahin bewegen kann, also momentan ist kein Charakter da, vielleicht machen wir das irgendwie so, damit das nicht verwirrend ist. So. Und die Fähigkeit, wenn du es in Theben schaffst, jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere an diesem Ort in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, sammelst du 2 Legenden. Ja, das war's, Thorsten, du darfst. Okay, dann ready, set, draw. Ich werde Mickey Mouse in den Tintenvorrat legen. Ja. Ich habe vergessen zu questen. Geil. Zu viel erklärt. Ja, wolltest du? Nein, ist okay. Ich habe mich schon gewundert, warum du nicht gequestet hast. Ja, habe ich voll vergessen. Tja. Reine Handkarte, Thorsten. Ja. Ich hatte eine sehr low curve, sagt man so schön. Das heißt, ich konnte wirklich meine komplette Hand jetzt ausspielen, weil das alles so wenig gekostet hat. Tja, das ist ein bisschen ungünstig bei mir. Ich werde einfach mit ihm questen gehen. Ja. Auf 2. 2 Punkte, okay. Richtung. So. Genau. Und ja, dann gebe ich ab. Oh, hast du so eine schlechte Hand? Draw. Habe ich hier. Ah. Okay. Reicht aber trotzdem nicht, reicht aber trotzdem nicht. Das heißt, den brauche ich auch nicht. Ich brauche das tatsächlich nicht, aber ich würde für 2 noch einmal Theben ausspielen. Die bringt mir aber tatsächlich nichts. Ich kann dich nicht verbannen. Du hast 4 hinten. Ich würde tatsächlich, ich weiß, was geschieht, in die Tinte packen. Mhm. Und jetzt gehe ich dafür questen. Okay. Das heißt, das sind 3 Punkte insgesamt. Gehe ich auf 7 und du darfst. Okay, ready, set. Draw. Okay, Augustin Madrigal kommt in die Tinte. Ja. Dann. Werde ich für 4 Luisa Madrigal spielen. Ja. Sie hat Rasant, das heißt, sie kann sofort angreifen, was sie auch macht. Ja. Auf Anna. Ja. Ich bekomme 2 Schaden. Genau. Die markieren wir hier in diesem Fall mit einem Würfel. Mhm. Und für einen werde ich heilendes Leuchten spielen. Hm. Entferne bis zu 2 Schaden von einem Charakter deiner Wahl. Hm, okay.
das mache ich dann hier. Und dann werde ich mit Felix Madrigal questen gehen. Gehe ich auf 4. Das ergibt Sinn. Und dann darfst du. Super. Ready, wir machen das bereit. Set, draw. Also wir haben hier neben dem Tisch, was ihr, oder neben der Spielmatte, was ihr nicht seht, unsere Legendenmarker, damit wir dann wissen, wie viele Punkte wir haben. Das seht ihr so in dem Video aber nicht. Ja, ihr seht die aber hier oben. Die müssten genau hier sein ungefähr. Ich glaube, da oder da, je nachdem. Ja, das war genau unser, über unsere... Ja. Ah ja, stimmt, genau. Dann da. Glaube ich. Ja, trotzdem, irgendwie links und rechts daneben. Okay. Ah, aber immerhin ein Held, das ist gut. Ich glaube, dann spiele ich ihn auch aus, warum nicht? Basil, der hat 2-2 und du unterstützt ihn. Das heißt, wenn er questen gehen würde, könnte ich meine Stärke an Ling beispielsweise geben. Okay. Das heißt, die Luisa würde sowieso dann dort... Egal, genau. Ich würde dann für 1 würde ich dann den Ling nach Theben schicken. So zeigen wir das immer, dass die dann drauf sind. Und dann würde ich mit Ling deine Luisa Madrigal herausfordern. Dann gehen die beide, werden beide verbannt und dann kommt der Effekt von Theben. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere an diesen Ort in einen Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, sammelst du 2 Legenden. Also sammelst du 2 Legenden. Dann gehe ich auf 9. Und das war's. Du darfst los. Okay. Ready, set. Draw. Okay. Themen scheinen interessant zu sein. Weil man die natürlich nicht unbedingt angreift, weil die keine passive Legenden einsammelt. Interesting. Aber ich bin Blanko, ich habe keine Handkarten mehr. Da steht 9-4. Und Felix Madrigal ist immer noch da, munter mit seinem Regenschirm. Okay, genau, das macht keinen Sinn. Ich werde dann... Ja, eigentlich beides ungünstig. Erstmal für 1 Casa Madrigal spielen. Wird auch kein passives Ding. Was ist das nochmal? Zu Beginn deines Zuges, wenn du mindestens einen Charakter an diesem Ort hast, sammelst du eine Legende. Okay, die hat das dann so. Okay. Genau, und dafür werde ich dann auch für einen Felix okay. Madrigal Hallo. Hinpacken. Ah, ist logisch, dass Felix in seiner Casita am Hausen ist. Und dann werde ich mit Felix Madrigal auch questen. Ja. 6. Ja. Okay, für 3 werde ich aber einfach noch Julieta Madrigal spielen. Bringt mir leider nur nichts. Ja. Der Effekt ist ja, wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du bis zu 2 Schaden von einem Charakter deiner Wahl entfernen. Ja. Falls du dadurch mindestens einen Schaden entfernt hast, darfst du eine Karte ziehen. Ja. Das ist eine gute Karte sogar. An sich schon, ja. Aber momentan sieht das Board das nicht so aus, ob ich... Keine Tinte mehr, ne? Nee, genau richtig. Das könntest du ja auch noch dahin ziehen. Okay. Genau richtig. Okay, dann das du. Jo. Ready, set, draw. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, okay, eigentlich mal so schlecht. Ach, spiel ich doch mal direkt aus. 4 Tinten kommt Mulan. Vanilla hat keinen wirklichen Effekt, aber eine 3-6. Ich denke, das sind gar nicht mehr so schlechte Werte eigentlich. Questet für 1. Ich würde dann tatsächlich... das war das Problem. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Casita hält 6 aus. Du meinst Casa? Steht da nicht Casita? Achso, da drunter Casita. Ja, okay. Mulan kann auf jeden Fall nicht angreifen jetzt. So, wenn ich den bei Theben bringe, bringt mir das nichts. Und das kann ich dann auch nicht mehr nutzen. Das ist unfortunate. Ganz ehrlich, dann werde ich mit Basil einfach questen gehen. Ich habe 10. Da kommt die Fähigkeit zwar von Basil. Ich würde jetzt Mulan unterstützen, sodass Mulan jetzt eigentlich 5 Angriffe hätte, wenn sie angreift. Aber im Grunde kann sie nicht angreifen, weil sie noch trocknen muss. Und somit ist es egal. Du darfst los. Okay.
Ready. Set Draw. Okay. Jetzt passiert was in der Set-Phase. Genau, nämlich. Ich bekomme jetzt eine Legende. Genau. Wenn ich jetzt, dann gehe ich auf 7. Genau. Hätte ich jetzt 2, würde ich dann 2 sammeln? Ja, natürlich. Weil es nicht expliziter steht, ne? Weil es steht nur, wenn du mindestens einen Charakter in diesem Ort sammelst, so eine Legende. Wirklich? Steht das nur so? Ja, es steht jetzt nicht explizit für jeden. Wenn du mindestens, ja, dann bekommst du nur 1. Genau, richtig, dann wäre es eigentlich egal. Genau, weil sonst wäre es auch ein bisschen overpowered für einen, ne? Ja, stimmt. Okay. Heilendes Leuchten kommt in die Tinte. Ja. Dann werde ich für... Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Mhm. Nee, ich glaube, ich mache das anders. Mhm. Und zwar werde ich dann für... Ich glaube, das werde ich jetzt so machen. Und zwar für 5 ja. werde ich Bruno Madrigal spielen. Ah. Das besagt, es war deine Vision. Wenn du diesen Charakter ausspielst, erhält ein Charakter deiner Wahl in diesem Zug. Mhm. Wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird, nimm ihn zurück auf deine Hand. Okay. Ah, jetzt habe ich aber einen Denkfehler gehabt, weil das einfach zu wenig war. Ja, also jetzt, deine sind zu stark, meinst du? Ja, meiner ist hält zu viel aus. Ansonsten genau. Wäre ich jetzt nämlich gemacht. Dann hätte ich vielleicht auch eine andere Karte spielen müssen, aber das ist jetzt egal. Ah, ich sehe aber, was passiert ist. Bruno ist uninkable. Ja, genau. Luisa ist untintbar. Ja, okay. Okay, dann werde ich... Ja. Ich werde dann einfach wieder mit den beiden... Jetzt mit den beiden Questen gehen. Komme ich 3 dazu, gehe ich auf 10. Okay. Dann steht 10 zu 10. Gut, und dann darfst du. Perfekt. Ready. Set. Draw. Oh, okay. Ah. Okay, das ist auch interessant. Ah, wo? Okay. Alles klar. Also, ich muss auf alle Fälle noch 100 Ruhe. Ich glaube, ich würde für 1, das ist meine Handkarte, möchte ich mal Theben besuchen gehen. Mit wem? Welches Theben vor allen Dingen? Wir haben ja ein Multiversus-Problem. Ich denke, ich würde Mulan tatsächlich auf dieses Theben bringen. So. Könnte ich das? Dann würde ich... Okay. Würde auch klappen. Ich muss den ja boosten, sonst geht das nicht. Ja, okay, ist aber nicht so wild. Ich würde für 3 spiele ich dann jetzt nämlich Bleibt nur eine Hoffnung. Ich könnte es auch singen, aber ich möchte es nicht singen. Ein Charakter deiner Wahl erhält bis zu Beginn deines nächsten Zuges Robust plus 2. Wenn du einen Held oder eine Heldin wählst, kann dieser Charakter in diesem Zug breite Kriterien herausfordern, was ziemlich stark ist, aber irrelevant. Ich gebe nämlich tatsächlich Robust plus 2 auf Due, quattro. Ah, da gibt keinen Push, aber da gibt nur Robust plus 2. Ja, dann mache ich das auf Mulan einfach. Ist nicht so ganz cool. Aber dann hat sie Robust plus 2. Und dann würde ich halt den kaiserlichen Bogen aktivieren und Mulan herausfordern plus 2 und wendig geben. Bis zum Ende meines Zuges. Aber das Robust hält sie sogar, bis ich wieder dran bin. Und dann würde ich mit Mulan, die ja jetzt sozusagen dann auf 5 Stärke gesammelt kommt, Felix Madrigal herausfordern, da sie Robust 2 hat und das andere bekommt sie keinen Schaden zurück. Und da das bei Themen passiert ist, darf ich 2 Legendenpunkte bekommen, weil ich einen gegnerischen Charakter verbannt habe in meinem Zug. So, Basil ist jetzt da ein bisschen in Gefahr, deswegen will ich ihn, glaube ich, nicht zum Questen nutzen. Und dann will ich abgeben. Okay. Ready, set. Draw.
Spiele ich für 4. Mhm. Dolores Madrigal. Hallo. Magische Informantin. Wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person einen erschöpften Charakter im Spiel hat, darfst du eine Karte ziehen. Sehr schön. Deshalb mache ich das. Sehr gute Karte, gute Werte auch. 3-3, was ist für 2? Ich wollte die vorhin schon spielen, in dem einen Zug, wo du vergessen hast zu questen. Und das hat mir, deshalb habe ich dann eine Runde auch geskippt. Das war so ein bisschen glücklich für dich. Dann werde ich noch Prinz Erik in den Tintenvorrat packen. Und für 7 Tinten eigentlich. Und für 3 spiele ich Prinz Erik. Prinz Erik, okay. Der hat den Effekt Beschützen und das besagt einfach, du darfst diesen Charakter erschöpft ausspielen, was ich auch hiermit mache. Okay. Und gegnerische Charaktere müssen diesen zuerst angreifen. Okay, dann werde ich einfach mit den beiden hier questen gehen. Ja, ergibt Sinn. Das sind dann nochmal 2, dann gehe ich jetzt auf 12. Ja. Und dann darfst du. Supi. Ready, set, draw. Ich muss gestehen, Theben gefällt mir sehr gut momentan. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Karte ist, die doch unterschätzt war. Mhm. Okay, ich habe gezogen. Jetzt kann ich überlegen, spiele ich das aus? Wie viel brauche ich denn? Uno, due, ja, könnte ich eigentlich, weil mehr als die brauche ich nicht. Gut, für 3 spiele ich nämlich hier Detektiv Mickey aus. Mhm. 1-3 und hat den Effekt, finde einen Hinweis. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du die oberste Karte deines Decks verdeckt und erschöpft in deinen Tintenvorrat legen. Also würde ich das machen und dann geht die, zack, eine Tinte. Mhm. So, dann würde ich für eine weitere Tinte Basil auch nach Theben schicken, das andere Theben. Und würde jetzt Basil mit dem kaiserlichen Bogen wieder ein bisschen unterstützen. Und zwar hat er jetzt wieder Herausforderung +2 und wendig. So, mit Basil würde ich jetzt die Julieta Madrigal angreifen. Es ist genau 4, weil Herausforderung gibt sozusagen +2, wenn ich jemand herausfordere, aber nur in diesem Moment. Und dann kommt der Effekt von Theben, bekomme ich 2 Legendenpunkte. Mhm, ist schon ziemlich stark. Gehe ich auf 14. Ja, weil man die nicht angreift wahrscheinlich, weil die keinen Lore haben. Aber so, Leute, ich glaube, die Karte ist stark. Ich glaube, die Karte ist wirklich stark. Und mit Mulan würde ich dann... Oh, warte. Du kriegst noch einen Schaden. Das darf ich nicht machen, Thorsten, weil du erstmal behütet hast. Ach, oh, stimmt, genau. Aber gut, das, das ist ja genau andersherum. Das war natürlich alles Absicht, um zu zeigen, was man nicht machen darf. Ja, exakt. Bedeutet, Mulan würde erst Prinz Erik angreifen. Mhm. Und da sie 3 hat, würde ich erst die 2 Legendenpunkte bekommen. Und dann würde Basil dann da reingreifen. Mhm. Und da bekomme ich wieder 2. Ich bin bei 16. Und ich habe fast Legendenpunkte ausschließlich mit Theben gesammelt. Du bekommst aber noch Schaden. Ich bekomme noch Schaden, ich bekomme einen Schaden und hier 3 Schaden, genau. Nee, du hast ja noch Beschützen. Nein, das war nur bis... Das war dann bis zum Ende? Bis Anfang zum Anfang, ach, Anfang. Genau, ja, richtig. Okay. Also hier kommen 3 Schaden drauf und hier kommt ein Schaden drauf von der Julieta. Genau. Mhm. Aber Leute... Mhm, schon ziemlich gut. Theben, okay. Vor allem, wenn du noch stärkere Charaktere drauf hast. Ne? Ja, absolut. Genau, mit Mulan, das gefällt mir sehr gut eigentlich. Mhm. Diese 4 für 3, 6. Du darfst. Okay, dann. Ready. Du bist bei 12, Thorsten. Ja, ja, sieht nicht so gut aus. Okay. Da ich ja nicht so viel machen kann, werde ich für 6 Tic-Tac ausspielen. Für 7. Für 6. Wendig, oder? Wendig. Okay. Wendig besagt eben, dass man nur mit wendigen Charakteren angegriffen werden kann. So, jetzt ist natürlich das Problem an der ganzen Sache. Ja. Du hast aber gute Trades tatsächlich. Weil wenn du dich jetzt erschöpfst und questen, kann ich ja wieder reinlaufen. Und das will man, glaube ich, nicht. Mit Nummer 16 halt, ne? Mhm. Eieiei. Boah, Theben gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich würde es dann so machen, dass ich mit... Lass mich überlegen... Mit Bruno Madrigal werde ich Mulan angreifen. Okay. Komme ich dann. Dann bin ich verbrannt tatsächlich. Genau, bekomme 3. Und mit... Der hat nichts mehr, ne? Das ist einfach eine 2-2. Ja, ja. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Ja. Ich war das wieder doof. Egal, muss ich jetzt trotzdem machen. Mhm. Mit Dolores werde ich dann Basil angreifen. Ja, ist doch okay.
Ja, aber nicht so, wenn das passiert, was ich dann denke, was dann nachher passiert. Ja, ist ja klar, was gleich passiert, aber dennoch ist es okay. Und dann werde ich... Dein haben wir überlebt, also ist gar nicht mehr so verkehrt. Werde ich für ein Tic-Tac nach Casa Madrigal packen. Ja, guck dir das mal an, das ist... Und ja, dann darfst du. Ja, das wird eine knappe Partie. Ready, set, draw. Ah, ist aber nicht gut. Eigentlich eine coole Karte jetzt, aber... 19, 13, 14, 15, 16, 17. Ne, das geht nicht. Kann ich jetzt noch nicht spielen, tatsächlich. Muss ein bisschen ruhiger werden. Ich finde noch ein paar Casa Madrigal Sets gut gewesen. Mhm. Oder aber nicht ganz so verkehrt, weil... Ich überlege. Kannst du nächste Runde gewinnen? 12. 13, 14, 15, 16, 17. Kannst nicht gewinnen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann bekommst du einen von Casa Madrigal auf 5. Bist bei 17, ja, okay. Dann spiele ich für 6 nämlich, siehst du. 6, 6 und questet für 2, Vanilla. Aber ich glaube nämlich 16, 17. Ich kann wahrscheinlich auch nicht die nächste Runde gewinnen. Ich glaube, dass ich dann mit Mickey Mouse Penny Dolores angreifen würde, einfach um ein bisschen Puffer zu haben, weil ich für 2 Questen kann. Genau. Ich hätte halt keinen Mana mehr, um sie zu Theben, Theben zu schicken, aber das ist, glaube ich, wichtiger. Du darfst was. Okay. Interessant. So. Now ready? Ready. Ja, Moment. Genau. Dann Set. Jetzt, ne, Leute, das Set-Effekt, dann triggern die Worte. Ja. Draw? Ja. Okay, nicht unbedingt, was ich brauche. Für 2 spiele ich Sebastian. Okay. Hat Singen 4, das heißt, wenn ich jetzt Songs hätte, könnte ich die dann entsprechend singen. Genau, obwohl er halt nur 2 kostet. Ne? Das ist genau, richtig. Singen, ja. Okay. Ich gehe einfach mit den beiden Questen. Mhm. Gehe ich auf 15 Punkte. Die Partie ist ziemlich spannend. Ja. Mehr kann ich ja leider auch nicht. Obwohl, warte mal. Ja. Komm, Verein. Packe ich noch Sebastian hier drauf. Ja, okay. Das war sogar schlau. Ja. Das war gut. Damit ich dann sicherheitshalber, falls Vladi... Ja, ja. Obwohl kann er ja eh nicht im Moment, weil er ist ja nur mit Wendig angreifbar. Richtig. Aber für den Fall... Bogen gibt Wendig. Juhu. Ja. Aber dennoch, deswegen hast du gut gemacht. Ja, das genau. Das war sehr schlau. Ja. Okay, super. Dann das super. Du. Dann ready... Set Draw. Oh, was ist das denn? Okay. Okay, nicht wirklich super, aber okay. Bedeutet, 4-1 geht auf Sisu, auf alle Fälle auf Theben. Mhm. Ich liebe Theben langsam immer mehr. Dann, sie ist eine Heldin, somit kann ich den Bogen drauf anwenden. Ein Held oder eine Heldin einer Wahl, genau richtig. Das heißt, ich würde 4-1 ihr, genau. Herausfordern plus 2 und Wendig geben. Mhm. Was ziemlich gut ist tatsächlich. Dann würde sie nämlich in Tic-Tac reinlaufen. Tic-Tac macht 4 Schaden, richtig? Ja, korrekt. 4 Schaden auf Sisu. Durch Theben-Effekt gehe ich auf 18. Ja, böse, böse, böse. Das ist ziemlich cool. Dann würde ich für weitere 2 spiele ich Aurora aus. Die gelassene Prinzessin. Genau, hat nur 1-3, aber dafür ist sie behütet. Das bedeutet, dass Thorstens Fähigkeiten sie nicht anwählen können. Und dann würde ich auch abgeben. Okay. Dann ready, set. Ja. Gehe ich auf 16. Oh mein Gott. Und draw. Los, bitte, bitte. Oh mein Gott. 16, 17, 18 kannst du aufkommen. Für 3 spiele ich Prinz Erik. Okay, der wieder behütet hat, okay. Bin ich am überlegen, ob ich den jetzt... Ah ja, musst du nicht, stimmt. Ja, genau. Aber... Schwierig, schwierig.
18. Oh, aber eine spannende Partie. Ja, da war mit Bruno Madrigal Sisu angreifen. Ja, das ist absolut richtig. Dann werden beide verbannt. Genau. Vor allem werde ich nochmal Prinz Erik einfach mal hier hinpacken. Ja, auch das ist absolut korrekt. Und also hast du ihn nicht als Beschützin gespielt? Nee, ja. Das würde mir nämlich... Ja. Ja. Das würde dir in die Hand spielen. Das würde mir in die Hand spielen, ja, absolut. Weil wenn ich den jetzt nämlich erschaffen würde zum Beschützen, wäre es natürlich auf einer Seite schlau, nur ihn anzugreifen. Aber Vladi könnte in dem Fall, weil Aurora eine Heldin ist, den Bogen wieder anwenden. Exakt. Das heißt, wer hätte eine 3-3 Stärke. Was natürlich dann, wenn er bei Theben ist, wäre dann Auto-Win. Was geht ab, wer mit Theben? So, aber ich kann nichts machen. Weil ich das in jedem Fall... Boah, ich bin begeistert von Theben, Leute. Ja. Sehr. Aber guck mal, die greift kein Mensch an. Ne? Die liegt da immer rum. Und du kannst ja einfach für eins einen Charakter drauf tun. Wenn er schon betrunken ist, kannst du etwas herausfordern. Ja. Jesus. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, die anzugreifen. Aber da du ja Zweierlinien hast, würde es zu lange dauern. Ja, weil die sieben auch haben, ja. Ja. Boah, ich bin begeistert. Theben ist richtig gut. Okay, ich kann nichts machen, dann darfst du. Aber das ist schlau, dass du nicht gequestet hast. Du hast es genau richtig gemacht, ja. Ja, ich kann jetzt auch noch nicht gewinnen. Genau, richtig, ja. Also, ready, set, draw. Ich weiß auch gar nicht mehr, was alles an guten Karten hier noch drin ist. Jetzt muss ich überlegen, kannst du denn gleich gewinnen? 60. Du bekommst von Kasama die 1, 17, 17 noch nicht. 18, 19. Aber übernächste Runde. Okay, ja. Ich würde questen, weil, was soll ich denn sonst machen? Gehe ich auf 19. Und da du ja nächste Runde auch nicht gewinnen kannst, spielt mir das eigentlich in den Karten. Für 2 spiele ich nämlich jetzt die andere Aurora, die für 2 questen kann. Und dann gebe ich einfach direkt ab. So ein Mist. Ja, ich gebe einfach ab, ja. Okay, dann. Wow. Ready, set. Geh auf 17. Oh mein und Gott. Draw. Da, wenn du jetzt ein Removal Spell gezogen hättest, ey. Oh Gott. Okay, für 2 werde ich einfach erstmal. Hey. Ja. Der besagt, er ist zurück, wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird. Nimm ihn zurück auf deine Hand. Mhm. Im Prinzip habe ich aber eh schon verloren. Ja, schon würde ich nicht sagen. Die Partie war schon sehr knapp tatsächlich. Ja, die war knapp, aber... Ja, weil du jetzt meine Aurora nicht wegbekommen kannst. Ja, genau, richtig? Mal davon abgesehen und... Aber die Partie war knapp. Ich finde die... Oh! Komm, wir closen das jetzt einfach, indem ich dann einfach mit... Eigentlich ist egal. Komm, ich greife an. Ja. Oder, Quatsch, ich geh mit beiden Questen einfach. Okay, dann einfach questen. Dann gehe ich auf 19, damit es noch ein bisschen knapper wird. Und das ist wirklich super knapp. Ja, 19 und dann darfst du. Genau, ready, set, draw. Und dann würde ich jetzt einfach questen gehen und gehe auf 20. Ja, aber sehr schön. Hat Spaß gemacht. Die. War so knapp, Alter. Ja. Eine coole Partie. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Drive hier in dem Deck gewünscht. Aber das ist gar nicht so verkehrt tatsächlich. Ich glaube, ja, es fehlt noch so ein paar... Ja, das Problem ist, du hattest halt die Julieta Madrigal, die du nicht zum Ziehen nutzen konntest. Mm. Ja, vielleicht hättest du deine Luisa nicht heilen brauchen. Vielleicht, aber weiß man nicht. Ja. Hattest du die schon? Ja, keine Ahnung. Ist nicht so wild. Aber ich meine, du hattest gute Karten. Ja. Und ich glaube, dass das Deck auch interessant sein kann. Und hey, das war super close. Auf jeden Fall. Mega. Hat echt Spaß gemacht. Voll. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht und konnte euch so ein bisschen dahin bringen, vielleicht auch mit Lorcan anzufangen, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Also dieses Starter-Deck. Also die beiden Starter-Decks fühlen sich auf jeden Fall sehr gut an, auch gegeneinander wirklich wieder ausbalanciert. Ich glaube, das war schon beim dritten Set so, dass da auch diese Balance zwischen den Starter-Decks war, was echt cool ist. Ja, stimmt. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Wenn ihr noch nicht damit angefangen seid, probiert es vielleicht einfach damit. Sind auch nicht so teuer, sind jeweils ab 20 Euro oder UVP ist 19,99 und wie gesagt, da ist ein Booster dabei im Wert von 5,99 Euro. Genau, richtig. Und ihr bekommt wirklich einen sofort fertiges Deck, mit dem ihr loslegen könnt. Ja, ansonsten bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und nicht vergessen, comment, like and subscribe. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.